habt ihr auch so ein Bad Hair Day wie ich. Draußen ist wunderschönes Wetter und ich hole gleich meine Nichte ab und ich freue mich total. Aber ich habe mir gedacht, so kannst du nirgendwo hingehen, weil ich wollte noch ein Eis mit dir essen. Und deswegen machen wir jetzt mal ein Bad Hair Day Tutorial. So, ein bisschen höher, damit ihr überhaupt was seht. So, so ist schon besser. So, erstmal macht ihr euch einen Scheitel. So. Ordentlich ist der jetzt gerade nicht, ne? Oh, die sind auch so fluffig. Da kriegst du ja einen Wahnsinn, Christa. Erstmal einen schönen Scheitel, also ein Seitwärts. Also ein Seitenscheitel. So ist eigentlich ganz gut. So. Und dann fangen wir auch schon an. Ah, das ist total gut. Seid immer noch zu niedrig. So. Und jetzt nehmen wir die hintere Partie. Einfach so hoch. Muss jetzt nicht besonders ordentlich sein. Und tupieren das. Einfach unten am Ansatz tupieren. Und Haarspray rein. So. Sieht dann immer sehr lustig aus. Dann gehen wir noch hier hin und tupieren das. Auch Haarspray rein. Und dann gehe ich noch hier hin. Mein Pony lasse ich immer aus dabei. Und tupieren das. Und wieder Haarspray rein. So. So gehe ich jetzt auf die Straße. Nein, Scherz. So. Jetzt haben wir schon mal einen Grundstein gelegt. Jetzt nehme ich mir die Haare immer noch ein bisschen so und drücke die so nach oben und spiele ein bisschen rein. Dann gibt das ein bisschen mehr Volumen. So. Katzenessen auch vergiftet. Ja, muss ich gleich mal neu machen. So. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr euch die Schokoladenseite aussucht. Also meine Schokoladenseite ist hier, wo der Pony ist. Und die Seite habe ich gerne eigentlich frei, das steht mir eigentlich ganz gut. So, das heißt, diese Seite muss ich noch ein bisschen mehr aufpushen. Also tupiere ich sie ein bisschen noch bis nach unten hin. So. So ist das Ganze gut. Das ist eigentlich wirklich eine ganz schnelle Frisur. So, und jetzt fangen wir nämlich an mit dem Wesentlichen. Da hole ich euch jetzt mal ein bisschen näher ran. So, jetzt geht ihr hin und nehmt euch diese Haare hier und dreht die so ein. Also seht ihr so. Und das macht ihr bis zum Hinterkopf. Also im Hinterkopf macht ihr das auch noch, entlang des Hinterkopfes. Ich versuche euch das mal eben zu zeigen. Also praktisch so, ihr nehmt diese Haare hier, pusht sie so ein bisschen nach oben und dreht sie dann so. So, ganz wichtig, dass ihr dann immer eine Klammer reinmacht, so ein Bobbypin. So. So. Und dann setze ich noch einen von oben nach unten, damit es besser hält. So, dann gehe ich weiter. Rüber. Und setze auch wieder hier einen Bobbypin. Damit besser hält, einfach ein paar viele Bobbypins am Hinterkopf befestigen. Am besten in der gleichen Farbe. Ich habe jetzt hier so ganz bunte, das ist natürlich ein bisschen blöd. Am besten wäre, wenn man wenigstens dieselbe Farbe hätte. So, jetzt muss ich gucken, wie die Seite jetzt überhaupt aussieht. Ja, gefällt mir schon eigentlich sehr gut. Ich habe das gerne mal so ein bisschen über dem Ohr. Aber das ist euch überlassen, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt das Ohr auch freilassen. So. So, das war es jetzt eigentlich auch erstmal hier schon mal.
So, und jetzt kommen wir zu dem Teil. Da nehmen wir uns nochmal die Haare hier und wie sagt man das? Drücken die hier ein bisschen so nach oben, lassen aber den Pony dabei aus und setzen auch hier nochmal zwei Bobbypins rein. Aber eigentlich nur, damit ein bisschen mehr Volumen dort gegeben ist. So, das soll es auch schon gewesen sein. Genau so. Und jetzt nehmen wir uns hier die Haare. Also den Pony lasse ich jetzt mal aus. Den möchte ich so raus haben. Aber der Rest der Haare teile ich jetzt in drei Stränge auf. Schwubbidiwupp. So, die müssen auch nicht gleich groß sein. Das ist eigentlich geil. Und flechte die jetzt. Es muss überhaupt nicht ordentlich aussehen. Das ist total egal. So, und dann nehme ich mir so ein kleines Gummibandchen. Das ist so ein, kriegt ihr ja bei Kick zum Beispiel in der Kinderabteilung. Macht es hier fest. Mir persönlich gefällt das gerade super, wenn das hier unten ein bisschen frei ist. So, und fixiere das Ganze dann nochmal mit Haarspray. So, und das soll es auch schon gewesen sein. Jetzt tue ich euch mal ein bisschen weg, dann seht ihr das mal, wie das Ganze aussieht. So, und so sieht die Frisur dann aus. Und ich persönlich mag es, wenn das ein bisschen glänzt am Pony. Da tue ich immer ein bisschen Glisco rein, Öl. So, aber nur ganz, ganz wenig. Und da fuddel die auch nicht so hin und her und... für die Hände, ne? So. Und das war mein Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt es ja mal nachmachen. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich drehe mich jetzt noch einmal, um es euch im Ganzen zu zeigen. Schwuppdiwuppdiwupp. So sieht es dann von hinten aus. So von der Seite. Und ich finde es eigentlich ganz schön. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, lasst mir mal ein paar Kommentare da. Achso, ich mache noch hinten dran ein paar Videos. Ich war gestern beim DM, habe ein paar neue Sachen entdeckt. Und ja, das zeige ich euch dann gleich. Okay, bye bye, meine Lieben. Was bist du für ein kleines weißes Knäuelchen? Sag, warum hast du...